außerhalb von dir ist gar nichts. Suche nicht außerhalb von dir. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Satsang, zu deiner Sicht nach innen. Ihr Lieben, wir suchen so viel im Außen. Wir suchen Geld im Außen, wir suchen Liebe im Außen, wir suchen die Heimat im Außen und da draußen ist gar nichts. Das wollen wir uns heute anschauen in diesem traumhaft schönen Wald der uralten Buchen, Eichen, Tannen, Fichten, Lärchen, Kiefern. Und das ist in uns Lebenskraft, Zuversicht, Vertrauen. Und diese Bäume, die schon so viele Jahrzehnte auf dem Buckel haben, die haben wahrhaft gelernt zu vertrauen. Tja, Maya ist auch wieder im Start. Maya ist da unten und kaut auf ihrem Holzstock rum. Ist hervorragend beschäftigt. Ich gucke gerade da nach hinten. Das ist so schön. Ich liebe es, hier zu sein. Oh, es tut einfach gut. Maya, komm mal her. Komm mal her, Maya. Komm mal her, mein Schatz. Komm mal. Guck mal. Da ist die Maya, ihr lieben Schatz. Da ist die Maya. Da ist die Maya. So, und los geht's auch schon. Halt, wir brauchen natürlich diese herrliche Buche. Die müssen wir natürlich im Bild haben. Und jetzt möchte ich dir gerne etwas mitgeben. Suche nicht außerhalb von dir, denn es wird misslingen. Und du wirst bei jedem Male weinen, wenn ein Götze fällt. Der Himmel kann nicht dort gefunden werden, wo er gar nicht ist. Und es kann keinen Frieden geben, außer dort im Himmel. Kein Götze, den du anbetest, wenn Gott dich ruft, wird je an seiner, an Gottes Stelle sein. Ein Götze kann dir nicht Antwort geben. Es gibt keine andere Antwort, mit der du diese Antwort Gottes ersetzen könntest und dein Glück finden könntest. Suche nicht außerhalb von dir, denn all dein Schmerz kommt einfach nur von einer vergeblichen Suche. Von einer vergeblichen Suche nach dem, was du willst, wobei du darauf beharrst, wo es zu finden ist. Ihr Lieben, da draußen ist nichts. Und ich werde es immer wieder gefragt in meinen Satsangs, ja, ich brauche doch die Liebe der anderen. Ja, ich brauche doch das Geld. Ja, ich brauche doch meinen Besitz, mein Eigentum, mein eigenes Zuhause. Das sind die Schäufelchen und die Förmchen im Kindergarten, mit denen wir zwar spielen dürfen, die uns aber in keinster Weise weiterbringen. Du bekommst alles, was du brauchst. Du bist Fülle. Du bekommst alle Requisiten gestellt, die du für diese Inkarnation brauchst. Aber suche nichts da draußen. Was suchst du? Du suchst Frieden, der ist in dir. Du suchst Fülle, die ist in dir. Du suchst Wohlstand, der ist in dir. Du suchst geistige, mentale, physische Gesundheit, die ist in dir. Du suchst Nahrung, die ist in dir. Alles wird dir gegeben. Und die Suche da draußen ist ein Beschäftigungsprogramm. Du brauchst sie nicht. Da draußen musst du nichts mehr suchen. Und ich möchte euch mit diesen Sätzen in den Tag heute einstimmen. Wann immer du versuchst, ein Ziel da draußen zu erreichen, bei welchem die Verbesserung des Körpers erreicht werden soll, versuchst du deinen Tod herbeizuführen.
Dann glaubst du nämlich, dass du Mangel leiden kannst. Und Mangel ist Tod. Opfern heißt aufgeben und damit ohne sein und Verlust erlitten haben. Und durch dieses Aufgeben wird dem wahren Leben entsagt. Wenn du aufgibst, wenn du verzweifelt da draußen frustriert deine Suche aufgibst, dann bist du tot. Dann hast du nicht begriffen, dass all diese Spielsachen da draußen am Ende sowieso wieder in ihre Schublade kommen und du alles hast, was du brauchst. In dir ist alles. Wonach suchst du? Und das ist Aufgabe unseres Praktizierens. Das machen wir in der Ausbildung, das machen wir in den Satsangs. Und du wirst sehen, wenn du in der Ausbildung bist, wenn du 12 Wochen lang siehst, dass da draußen nichts ist und dass du alles hast, was du für ein glückseliges Leben brauchst und dass dir alles gebracht wird an Materie, was dir dient, dann bist du plötzlich tiefenentspannt. Dann bist du ruhig, dann bist du gelassen, dann vertraust du und das Leben wird plötzlich so einfach. Leichtleben lohnt sich. Ja, kann es denn so einfach sein, werde ich gefragt. Ja, Leben ist simpel und Leben schützt Leben. Das ist in der Natur so und alles bleibt in seiner Balance. Das Leben stirbt nie aus. Du bist ein Schöpferwesen und du bist ein Teil des Ganzen. Du warst nie getrennt von der göttlichen Liebe und du bist Geist im Raum. Hört sich für einen dreidimensionalen Menschen, der, ja, ich sag mal, der Überzeugung ist, er ist der Körper, hört sich das sehr, sehr schräg an, ich weiß, aber die Suche hört dann auf, wenn du erkennst, dass dein Geist geschult, diszipliniert und dahin zurückgebracht werden muss, wo er herkommt, nämlich in die Ganzheit mit Gott. Bist du bereit dazu, dann schreib mir eine E-Mail und stell mir gerne deine Fragen. Ich möchte mit diesem Satz heute schließen. Suche nicht außerhalb von dir. Alle Götzen dieser Welt wurden gemacht, damit du am Erwachen gehindert wirst. Du sollst jetzt deine Wahrheit im Inneren erkennen und dein Trauma gegenüber der Welt nicht mehr aufrechterhalten. Nichts da draußen musst du finden. Es ist vergeblich, Götzen in der Hoffnung auf den Frieden anzubeten. Gott weilt in deinem Inneren und deine Vollständigkeit liegt in Gott. Kein Götze kann an Gottes Stelle treten. Verlass dich nicht auf Götzen der Welt. Suche niemals außerhalb von dir. Dein Glück, deine Erfüllung, dein Erwachen. Du wunderbare Seele. Am besten spürt man das hier draußen in der Natur und es ist nichts, was du suchen müsstest. Du bist das große Ganze. Ich freue mich auf eure Fragen, ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich, wenn ihr meine Videos teilt und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Lasst die Seelen tanzen, lasst uns alle Seelen mitnehmen im Glückstanz des Erwachens. Das ist Satsang. Alles Gute für dich, einen wunderschönen Tag und suche keine Götzen mehr da draußen. Alles Gute!